werde jetzt nicht darauf pochen, dass ihr euch in eine Reihe aufstellt. Ich hoffe, jeder hier aus Valentine weiß, was es bedeutet, einzeln vorzutreten. Wenn es hier in der Kabelei endet, dann wisst ihr, wie das enden wird. Dann dürft ihr nämlich Spanferkel braten und Mr. Reed kann sich mal entspannen. Für was vortreten? Der letzte ist ein Paulus. Ei, komm schon. Keine Ahnung. So, wie ihr euch aufteilt, ist mir relativ egal. Wie gesagt, der Marshall-Service wird sich jetzt gleich auf diese kleine Anhöhe hinter mir zurückziehen. Wie nochmal, weil ich gesehen habe, dass ein paar nochmal reingekommen sind, wie bereits angekündigt, wenn ihr einzeln vortretet, bitte einmal uns euren Namen und eure Berufung sagen. Dann werden wir das mit dem Stadtbuch abgleichen. Dann werden wir euch sagen, ist in Ordnung, wir haben euch gefunden. Oder im Zweifelsfall stellen wir nochmal eine Rückfrage. Wenn ihr dann das Go von uns bekommt, dann einmal bitte uns sagen, meine Stimme geht an Miss Richards, meine Stimme geht an Mr. Harrison. Was ist das hier? Dann werden wir das verzeichnen und euch in eure Freiheit wieder entlassen. Hä? Wir sind gerade gefangen? Was, wir sind gefangen? Solange die Wahl stattfindet, seid ihr hier. Ich weiß nicht mal, warum ich hier bin. Gut, und die anderen, ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Noch warten, dürfen sich die Wartezeit hier an der Bar vertreiben. Speis und Trank übernehme ich. Zu spät. Wie? Hab ich schon längst abgeklärt. Miller! Dann einmal bitte die ganze Theke, danke. Genau, falls gerade gefragt worden ist, nochmal für alle, der Marshall-Service, also wir vier hier oben, werden nicht mit abstimmen. Für was müssen wir denn abstimmen jetzt? Ich habe keine Ahnung, was wir abstimmen müssen. Doch, Frank, ich glaube, du hast Kundschaft. Ich glaube nicht, dass sie alle hier stehen. Hi! Wollen alle wählen. Achso, ja, hallo. Ja, wir zwei stehen. Ja, okay. Aber dann machen wir. Was ist das mit deinem Flint? Jetzt ein Blaurock. Also. Also erstmal ohne Scheiß, für was stehen wir denn jetzt hier an? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn sie Bürger sind, können sie den Stadtsheriff wählen. Oh, ich weiß nicht mal, wer das ist. Haben sie dich zugehört? Ich bin ja erst reingekommen, eine Minute vor Ende. Das ist dann ihr Problem. Sie können auch nicht wählen. Also sagen, dass sie nicht wählen wollen. Wenn sie sowieso Bürger sind, das ist die Voraussetzung. Ja, das ist ja schon. Sind wir Bürger? Naja, ich bin halt immer hier, aber. Ja, ich auch. Ich wohne hier zwar. Bin euch nicht aktiv. Habt ihr euch eintragen lassen? Nee. Wo eintragen? Dann sind sie keine Bürger. Okay. Schwein gehabt. Oh, ich liebe Schule. Wahnsinn. Howdy, Doc. Howdy. Wenn ihr eingetragene Bürger sein wollt, einmal zur Bürgermeisterin gehen. Best. Okay. Gut. Ich will gar nicht eingetragen sein hier. Ich auch nicht. Okay, gut, dann haben wir jetzt fast abgestimmt. Sollen wir mal vorm Sheriff Office warten? Schön. Das wär's ja. Ich will eigentlich hier erschossen werden, schön. So, wir haben keine Waffen und einen Muli. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das hab ich ja gesagt. Für die Neuankömmlinge. Ja, die erkennt man einen Muli. Mann, ich hab Durst und Hunger. Ich lass nicht mehr lange aus. Schön. Darauf erstmal einen Salat. Danke, jetzt geht's mir besser. Wenn die gleich kommen, werde ich mal fragen nach. Nach Essen. Nach was zu trinken. Okay. Guck mal hier. Oh, was war das? Wie was war das? Eine Goldpfanne, vielen Dank. Dankeschön. Ja, bitte sehr.
Und B habe ich auch noch hier. Ah, sehr schön, die Goldschmelze. Dankeschön. Oh, ich muss noch mal pullern. Warte. Ja, ja. Boah, unschön, jemand gekommen? Nee. Super, was da fine Peach of Luke. Was hast du gesagt? No, was da fine Peach of Luke. Sag ich. Okay. Was da fine Peach of Luke. Ist das Latein oder Deutsch oder sowas? Wo hast du da das? Oben steht das. Da oben steht was da fine Peach of Luke. Guck da. Watafine Piece of Luke. Ah, what a fine piece of luck. Ach so. Ja, weiß ich nicht, was das war. Was das ist. Ja. Ach so, was? Englisch? Englisch. Okay, hier waren gerade die drei Leute und jetzt gehen die wieder. Weil wir waren nicht hier. Ist das dein Scheiß ernst? Ja. Als ob wir gerade die. Ich glaub schon. Knallst du so laut rum? Was? Was knallst du so laut rum? Mach nicht so einen Stepptanz. Tut mir leid, ich bin nervös. Oh. Essen? Die Frage gebe ich zurück, was knallst du so rum? ja, essen halt jetzt, ne? Ah, oh Mann, jetzt bist du ganz dreckig hinten. So, Freunde, wir kriegen jetzt Harz. Also, wir kriegen jetzt Geld für unser Harz. Sag mal, McCoin, hast du dem Kuba irgendwie einen Zahn gezogen oder so? Relativ genug warst du gerade an meinem neuen Rechner. Ach so, deswegen Grafikkarte. Na gut. Gib mir mal schnell dein Zeug. Warum? Was ist das Zeug? Dein Harz. Ich hab ja 10 Stück dabei. Und ja, gib mir das mal schnell. Ich hab den Doc gefunden. Ich kann doch auch dahin kommen. Ja, ich würde es doch an dich ausbezahlen, weißt du? Ach so, ja, okay. Weil ich würde jemand. Hä? Ich würde gern. Warte kurz. Was ist denn, welches ist denn jetzt mein Pferd? Dein, das linke. Also, ach so. Also das nicht das. Hä? Das ist meins. Ich rätsel gerade, ob ich eine 4090 holen kann muss. Ja, ich wollte ich nicht machen. 14 lohnt sich halt null. Also halt. Ja. Oh. So. Ah, da ist er ja. Da ist er. Okay, ich komme gerade nicht. Ja, kannst du, machst du selber. So sieht man sich also wieder. So sieht man sich wie. Owen. Ja, so ist es. Ich hab Harz. Wie viel krieg ich denn dafür? Du bist so gierig. Das sehen Sie dann. Ich gebe Ihnen schon genug. Mehr okay. Als andere, ganz sicher. Okay, das ist schön. Wie kriege ich dafür? Das ist echt. Also ich geb ihn das mal 10 Stück, die anderen ja, habe ich auf dem Pferd, mal, ja. die hole ich gleich mal. Ja, das ist kein Problem. Digga, so komme ich nicht an meine Satteltasche ran. Mein Pferd hat keine Lust auf mich. Mein Pferd hat keine Lust auf mich. Oder wie auch immer man das Scheißteil nennt. Ah. So. Ich hau auch erstmal ein paar rüber. Ja, geben Sie mir ruhig. Alles gut.
Bitteschön. So. Gold möchte ich zufällig nicht haben. Gold? Doch, klar. Ich habe nur Nuggets. Wie viele? 30. 30 Nuggets? Schön. 30 Gold Nuggets? Was hast du dir her? Ich habe gesammelt. Was denn das denn? Ja, schon ein paar Tage her. Ja. Okay. Bezahle immer mehr als alle anderen hier im County. So, darf ich? Ja, bitte. So, das sind dann insgesamt mal 30 von diesem komischen Klebescheiß. Und dann hätte ich davon, ich muss mich entschuldigen, hab gelogen, sind nur 29. Oh nein, 29. Ich habe nachgezählt extra. Wie konntest du nur, Curtis? Man sich keinen Kopf draus. Runden Sie einfach auf. Sie das Geld brauchen, ist überhaupt gar kein Problem. Sie haben mir 30 Harz gegeben, Curtis, ja? Schön. 30 Tröpfen. Gut. Gut, dann haben wir es doch ganz einfach. Herr mit den 4 Pennies. Ich bin doch kein Halsabschneider hier. Boah! Was ist denn mit Ihnen? Dankeschön. Fangen Sie doch nicht so blöd nach, oder wollen Sie noch mal, wollen Sie nicht mehr wiederkommen und wieder was haben? Hm? Na klar, ich komme in 10 Minuten bin ich wieder da. Nein, so läuft das nicht. Das war jetzt für alles, oder? Sie können mich nicht mit Harz zuscheißen, alles klar? Das verstehe ich. Warum nicht? Darum. Weil ich auch eine begrenzte Anzahl nur davon brauche. Ja, okay. Das ist natürlich Angebot und Nachfrage, Schi. Wie viel haben Sie mir gegeben? 20. 20 waren es. Okay. Hätte ich jetzt auch lügen können? Ja, oder? So, hier. Oh, sehr schön, danke. Bitteschön. Ja, wie gesagt, Gold dürfen Sie mir immer bringen. Ich bezahle Ihnen $3 pro Klumpen oder Sie bringen mir 30 von den Goldnuggets. Dann sparen Sie sich das Streichholz. Wow, danke. Ah, okay. Es war schön, mit dem Geschäft zu machen, Mr. McCoin. Gerne. Wir werden uns bald wiedersehen. Erzählen Sie es gerne rum, dass, das machen wir. Dass ich den Klumpen für $3 kaufe. Mach ich. Oder machen wir in dem Fall. Schön. Auf jeden Fall, ganz klar. Wunderbar. Ich habe jetzt etwa, ja, das wird das Harz, das reicht erstmal bis nächsten Mittwoch oder Donnerstag. Dann dürfen Sie gerne auch zwischendurch kommen und mir Harz bringen, aber natürlich auch vorher, wenn Sie Gold haben. Alles klar, so wird's gemacht. Gut, mal schauen, ob wir uns in Zukunft öfter sehen. Wir werden jetzt mal in der Sheriff's Office gehen, weil vorher die Anschlage war von wegen, man nimmt doch Neulinge eventuell. Ah, Sie wollen Deputies werden? Ja, eventuell. Schauen wir mal, was die uns anbieten können, die Herrschaften. Sie müssen kein gesetzestreuer Mensch sein. Es geht ja erstmal darum, einfach ein paar Dollars zu verdienen. Ich weiß schon, wie es läuft. Ich selbst war auch mal so jung wie Sie, ja, und habe auch hier angefangen. Ah, so jung, ja, ich erinnere mich. Ha. Ja. Natürlich. Gut. Alles klar, dann vielen Dank und dann einen schönen Tag noch, Schön. Ja, versaufen Sie direkt alles. Schönen Tag noch. Das wird alles gut investiert. Ja, so machen Sie das. Dankeschön. Adios. Auf Wiedersehen. Oh, was ist denn jetzt für ein Nebel los hier? Wie viel hast du bekommen? $2. Cool. Du? Ist das jetzt mein komisches? Ja, das ist mein komisches Tier zum Umfallen. Wir sollten dem Gaul mal was zu essen geben. Ja, das kann jetzt besorgt werden. Oh, aber wirklich, Ofen. Das Ding fällt ja gleich um. Steig mal ab und schieb das mal. Also nimm das mal. Ja, jetzt steig ab und nimm's am Dings. Yuki! Führ's doch, weil das kann ja keiner zusehen.
gerade $6 bekommen, Freunde. Um deine Frage zu beantworten, ich habe $6 bekommen. $6? Schön. Hola. Nee, musst du nicht. Die macht jetzt Platz. Finally. Kein Yuki, machst du Platz. Was? Ja. Das Schweineschinken-Sandwich kostet $35? Ist bestimmt ein Schreibfehler auf dem Schild, ja? Der hat den Punkt vergessen. Der hat die Null vor dem Punkt. Ich mach mal da hinne. Jetzt mach mal langsam. Ich mach mal hinne. Warum denn? Weil ich vielleicht auch mal möchte. Ja, Moment jetzt, ja? Schneller. So, 3 Schinken, Schnittkäse, Sandwich. Orangensaft. Bleh. Nee, was hat der? Milch hat der noch? Was hat der noch? Honig. Gehen wir erstmal mal Kohle holen. Oh, $9. Okay, und dann machen wir. Oh, das ist doch unglaublich. Was denn? Hast du es dann bald mal, oder? Ja, ich hab grad schon wieder was gekauft. Jetzt. Ja, du warst schon gerade draußen sogar schon. Ja, ich habe gerade getrunken. Ja, dann mach dich doch weg jetzt. Ja, jetzt kauf doch einen Mann. Dann gehen wir da hier auf den Jack, mach dich weg. Wie war das? Was? Hast du was gesagt? Ich hab gesagt, du sollst mir aus den Augen gehen, du Pischnelke. Jetzt verpiss dich, bevor ich dir die Fresse einschlag. War nicht schon gemeint, komm. Na, zu den Deputies, ne? Aha, fragen wir mal nach, schon. Ah, die sind ja welche da. Mhm. Schau, die müssen ja die Rasche überwachen, ne? Du redest. Ich rede? Ja, ich hab keinen Bock. Ich kann das aber so schlecht. Ja, du machst das jetzt, geh vor. Ach, verdammte Scheiße. Wir haben davor ein Gespräch mitbekommen, kannst du sagen. Ja. Howdy! Wir haben vorher da im Saloon mitbekommen, dass er Deputies sucht. Deputies werden immer gesucht, ja. Also Neuankömmlinge, auch Leute, die keine Waffe und Moody haben? Naja, am besten bereden sie genau das mit dem neuen Town Sheriff, der ist aber gerade unten beim Stall. Beim Stall? Okay, dann schauen wir mal da vorbei. Miss Richards ist die Dame, die quasi zum neuen Town Sheriff gekürt worden ist. Okay, alles klar. Ich danke Ihnen. Die wird Ihnen dann noch alles weitere erklären. Okay, perfekt. Vielen Dank, Chef. Vielen Dank. Kein Problem. Adios. Oh, guck mal, der Sonnenuntergang. Ist die alte Town Sheriff oder was? Mhm, die hat's wohl geschafft. Ach, nicht so wie wir. Nee. Wir haben gar nichts geschafft, wir sind einfach nur scheiße. Wenn du es so nennen willst. Ja, ist doch schon. Guck dir dein scheiß Pferd an, Mann. Wenn das nicht beweist, dass wir scheiße sind. Ja, gut, das reicht und nicht mal ein richtiges Pferd. Beim Stall unten. Jetzt, wo ist sie? Das ist sie aber nicht, oder? Da rechts ist sie, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Wie ist die, Richards? Wie? Was weiß ich. Hau die, Ma'am.
Howdy. Hallo. Quatsch, die da drin mal an, ich glaube, ich sehe. Ja, die ist im Stall. Ja, mach mal. Mal warten, ich bin in den Stern. Ja, ich auch nicht. Oh, ich trau mich nicht. Weil ich meine, dann ist ja Not am Mann, oder? Ja. Dann könnte man uns ja brauchen, wahrscheinlich. Mhm, stimmt. Sonst würde sie es ja nicht sagen. Tja. Glaube ich auch gedacht. Ach, dieses Schild da oben macht mich wahnsinnig. Ja, es quietscht. Das ist unglaublich. Ich schieße. Ich habe ja nicht mehr eine Waffe. Weiß. Der Halbstarke. Ich schieße es davon. Ich schieße es gleich runter, wollte ich sagen. Aber ich habe ja keine Waffe. Schneid's doch weg mit deinem Messer. Das ist eine super Idee. Mhm. Dann quietscht es nicht mehr so hässlich. Gilt das für dich auch? Kann ich dich auch mal schneiden? Dann quietscht du auch nicht mehr so hässlich, nee, oder? Nee, bitte nicht. Ich habe noch vor einer Weile zu leben. Ich hab eine Familie oben in Alaska, um die ich mich kümmern muss. Jetzt könntest du Yuki holen, bitte. Mutter kommt gleich. Howdy. Howdy. Moment, ich muss noch mal Geld holen. Sie kommt also noch mal wieder. Ja. Sehr schön. Jetzt deine Chance zu blühen. Geh doch hinterher und jetzt kannst du dir fragen. Komm. Okay, lass gehen. Ja, weil du kannst dir jetzt einfach anquatschen. Entschuldige, Sie sind nicht die und die Person, howdy, Sir. Howdy. Weißt du, weil du ihn jetzt zufällig triffst, in der Bank. Ja, stimmt, ich gehe jetzt rein. Also, ich stand da. Mach schnell, komm, bevor ich wieder rauskomme. Die muss kurz umziehen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Scheiße, Mann. Hä? Warum bist du jetzt nicht einfach hingegangen? Ich hab jetzt extra da gestanden und hab gewartet, ob du jetzt deine Chance... Ich denke schon, warum gehst du nicht hin? Was war jetzt das Problem? Ich weiß es nicht, Mann. Ich kann nicht... Jetzt geh! Ohne... Sonst geh ich gleich woanders hin. Wirklich. Komm mal aus der raus ein bisschen. Die musst du schon denken, wir sind bekloppt, wenn die ganze Zeit hinterherlaufen. Ich geh da rein und quatsch die an. Egal was die macht. Komm. Trau dich. Ich halt Wache. Red mal ein bisschen leiser, bitte. Ihr sattelt da ihr Pferd auf. Ich kann sie doch nicht stören. Das ist die doch gar nicht. Sie ist doch reingegangen. Jetzt geh doch da hin. Ja, sie... Oh. Die sattelt da drin mal ein Pferd auf. Du kannst sie nicht stören, Mann. Alter, ich will's eigentlich echt nicht machen, gerade. Weil ich halt einfach, weil er das verfickt nochmal endlich mal machen soll.
Nee, da bin ich jetzt stur genug. Wirklich. Was denn? Ich bin stur genug. Jetzt geh da hin und mach das. Sie ist gerade beschäftigt. Sie ist überhaupt nicht beschäftigt. Deine Mutter ist beschäftigt. Oh, gut, ich mach was anderes. Scheiß auf der Beauty. Digga, das ist mir so zu doof manchmal. Ach, oh, jetzt quatscht die Alte doch an. Mann, ich kann doch jetzt nicht einfach hingehen und anquatschen, weil meiner ist doch selber so dumm stur. Muss ich jetzt schon durchziehen. Blas mir doch am Hobel, Alter. Achso, wir haben gar kein Essen dabei. Was ist eigentlich für $15 diese Notiz? Verstehe ich eh nicht. Bei dem kriegen wir in dem Fall nochmal 50 Pennies mehr für so ein Ding, ne? Gibt's ja nicht. Hola. Ja, das trifft genau auf uns zu. Es trifft auf sie beide zu. Ja, schön. Genau. Wir haben keine Waffe und beide einen Muli. Ja, grandios, dann schwingen sie doch mal ihre beiden Hintern hoch zum Office. Alles klar, perfekt. Dann gucken wir da oben weiter. So Befehl. Warte, ich bin fast eingeschlafen. Ich hab gedacht, du machst das heute nicht mehr. Ja, was hier noch mit der... Ja, die ganze Zeit, sie war nur beschäftigt, ihr ganzes Leben schon. Ja, das war jetzt gut, dass du es jetzt gemacht hast, weil jetzt war der einzigste Moment in ihrem ganzen Leben, wo sie kurz nicht beschäftigt war. Genau. Ja. Also alles später als jetzt wäre nie wieder gegangen. Niemals. Hast du gut gemacht. Danke. Bin stolz auf dich. Weil gehen sie hoch zum Sheriff's Office, das hätte sie auch niemals kurz dazwischen sagen können, wo sie noch da an ihrem Pferd rumgemacht hat und so. Nee. So. Okay. Ja, warten Sie einen Moment, ich gucke einmal, ob wir gerade dran haben. Ja, wer möchte denn als erstes? Willst du, Curtis? Na gut. Von mir aus. Okay. Okay. Hola. Howdy. Oh, fühlen Sie sich ganz wohl. Wie ist denn Ihr Name überhaupt? Meinen kennen Sie ja schon von vorhin. Nee, den habe ich nicht vernommen. Miss Sky Richards ist mein Name. Alles klar. Schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Curtis Montiel. Mhm. Schön. Und. Schreibt man das? Curtis mit. Wie heißt das? Diese. Che. Che, genau. Che, ha. Also, Cäsar, Ulrich, Richard. Che, Theodor, Ingrid, Sebastian. Sebastian. Und super. Name? Und Montiel ist dann Mustafa. Ja. Onkel. Nichte. Natur. Mhm. Trostlos. Intelligent. Trostlos? Ja. Ekelhaft. Lustig. Wenn Sie sich auch so selber beschreiben, oder? Che. Trostlos, ekelhaft und lustig. Vergessen. Ach so, ups. Ja, das ist ja dann der Beweis, dass ich nicht so intelligent bin. Wer weiß. Ja, Herr Mr. Montiel wird es ausgesprochen. Genau. Okay. Wie kommt es, dass Sie Sheriff sein möchten? Naja, also wir sind schon eine Weile hier, Sie? Und ich sage mal so 2 Wochen oder sowas. Und finden aber nichts, wo wir irgendwie Fuß fassen können. Bereit sind wir zu allem. Ich keine Abneigung gegen das Gesetz, ich halte das sehr gerne ein, sagen wir mal so. Deswegen bietet sich das an. Wir sind ja vorher nur zufällig reingeschneit oder reingeschnitten, wie sagt man das? Reingeschneit. Reingeschneit und deswegen haben wir gedacht, hey, wenn man uns vielleicht braucht und man kann uns ein bisschen was beibringen und wir sind ja vielleicht nützlich am Ende des Tages, dann hat es doch für alle was gebracht. Okay. Rein für mein Interesse, sind ja. Sie irgendwie, wie lange sind Sie schon hier? Also hier sind wir im County direkt. Also in Valentine hier so 2 Wochen ungefähr. 1-2 Wochen, also 1,5 wahrscheinlich. Ja, sind Sie das, ich hier mit dem Molis häufiger rumreiten gesehen habe? Das könnte sein. Das ist definitiv possible. Po was?
Possible. Verstehst? Keine Ahnung. Habe ich mal vom Mexikaner gehört. Ach so, ich hab gedacht, das wäre jetzt schon irgendein anderes Wort für hier. Mm-mm. Okay, super. In der Zeit irgendwie, ich poche jetzt auf ihre Ehrlichkeit, irgendwie kriminell auffällig geworden? Nö, alles gut. Ich hatte jetzt heute eine Schlägerei mit einem älteren Herrn hier, weil der mir den Hut geklaut hat. Mhm. Aber gut, da ist ja nichts weiter gewesen. Aber nee, sonst tatsächlich überhaupt nicht. Okay. Gut. Das würden sie eh später, früher oder später rausfinden, denke ich. Ja, das sowieso. Ich würde ihnen mal so ein paar Fragen stellen und einfach mal schauen, wie sie darauf antworten. Rein theoretisch. Schön. Ich stelle sie jetzt ein als Anwärter. Mhm. Sie durchlaufen immer erstmal eine Woche Anwärterschaft grundsätzlich, damit wir uns mal einen Überblick verschaffen können, wie sie ihre Arbeit machen und sie sich auch einen Überblick über uns verschaffen können, ob sie sich sehen, wohlfühlen, wie auch immer. Und ob die Leute dann überhaupt noch da sind. Ja. Nicht einfach wieder sich verpischen hier. Das kommt mal wieder mit dazu. Genau, und jetzt während der Zeit als Anwärter oder vielleicht auch als Deputy-Anschluss, wer weiß, sind sie jetzt mal vor allen wach, stehen allein in der Stadt und hier kommen drei Leute reingeritten, maskiert und scheinen hier ein bisschen Ärger machen zu wollen. Wie verhalten sie sich denn da? Oh, das ist natürlich direkt eine gute Frage. Also ich nicht wundern, ich esse hier mein Essen nebenbei. Alles gut. Also erstmal versuchen natürlich das Ganze etwas friedlicher zu lösen, zu fragen, was die wollen. Weiß jetzt nicht, wie gewaltbereit die gerade sind. Kommen die mit geschogenen Waffen und so? Mhm. Das alles zu klären. Die kommen mit geschogenen Waffen und Masken im Gesicht. Super, das ist angenehm. Mhm. Ja, versucht die natürlich mit Gespräch erstmal zu überzeugen, die loszuwerden. Mhm. Und natürlich irgendwie Hilfe zu ordern. Vielleicht, also wenn ich jetzt nicht wirklich komplett alleine bin. Sie sind komplett alleine. Alle schlafen. Ich bin halt komplett alleine. Ich bin am Schlafen. Super. Mhm. Ich bin allein gestellt. Naja, ich würde jetzt keinen auf Revolver halt machen und alle wegschießen. Mhm. ja, also im Prinzip situationsbedingt agieren, wie die, was, von dem her, was, wie, mit was sie jetzt ankommen. Weil, mal angenommen, die kommen jetzt zu dritt, sind alle bewaffnet, bedrohen mich. Da habe ich natürlich nicht viel Auswahlmöglichkeiten, was das angeht. Also. Dann führe ich das Szenario nochmal ein bisschen für Sie aus. Ja. Die drei Herrschaften kommen maskiert mit gezogenen Waffen hier reingeritten und reiten hier die Hauptstraße Richtung Stall runter. Beachten Sie jetzt gerade erstmal nicht, aber die nehmen Halt vor der Bank. Na toll. Sind immer noch alleine. Sie hatten vorhin etwas angesprochen, was Sie noch machen könnten, außer die Person im Gespräch zu verwickeln. Das haben Sie vorher angesprochen? Mm-mm. Sie haben die noch nicht ins Gespräch verwickelt. Aber Sie haben vorhin was gesagt, was Sie noch machen könnten, außer die Person ins Gespräch zu verwickeln. Hilfe holen. Wie? Solange die mich jetzt nicht gesehen haben, würde ich mich ein bisschen vom Acker machen und irgendwo Marshals oder Deputies herholen. Haben Sie hier, wenn Sie links, beziehungsweise von Ihnen aus rechts einmal rüber gucken? Sehe. Da ist unsere Telegrammstation. Mr. Genau, da wo Mr. Garrett gerade sein Telegramm schreibt. Und sie haben eine interne Telegram-Station hier drin. Oh. Genau, wem würden sie alles schreiben? Naja, das weiß ich jetzt nicht, wen es da gibt, ne? Also, man wird ja wahrscheinlich die anderen Deputy Offices erreichen. Mhm. Und ich weiß nicht, gibt es sowas, also Marshals oder sowas? Ich weiß nicht, wer da zuständig ist. Kenne ich mich nicht aus. Ja, okay. Grundsätzlich wollen sie so viele Leute ranbekommen, wie sie sind. Ja, das macht Sinn. Schreiben sie jedem aus dem Department, inklusive halt dem Marshals. Okay. Okay. Situation umgedreht. Ich raub die Bank aus. Ach so. Ja, versuchen sie das mal. Situation umgedreht. Ich bin immer noch nicht da. Aha. Aber andere Kollegen sind da. Und sie sind jetzt hier zu dritt. Und es ist nur einer, der maskiert ist mit einer gezogenen Waffe hier. Ja, der wird natürlich hops genommen, der Mann. Was meinen Sie mit hops genommen? Naja, also wenn er jetzt maskiert, bewaffnet reinkommt, da können wir erstmal so Frage stellen, was, also mit hops genommen meine ich jetzt natürlich, dass wir uns jetzt nicht verstecken und nach Hilfe rufen, wenn wir jetzt drei gegen einen sind. Dann würde ich doch aufs Gespräch gehen. Erstmal fragen, was der, mit dem man den hier vorhat, warum er denn maskiert ist, warum er denn die Waffe da hat, ob er die vielleicht wegstecken möchte. Und dann nimmt das Ding seinen Lauf.
Wenn er natürlich nicht kooperiert, dann kann er natürlich direkt zu Boden gebracht werden. Kooperiert nicht. Na dann, Lasso und ab geht's. Mhm. Kurzer Prozess. Was bedeutet ab geht's? Ja, der Mann wird gefesselt, entwaffnet, entmaskiert. Entmaskiert. Entmummt. Ach, was weiß ich. Und dann wird die Identität erstmal festgestellt. Ich hab Schnupfen. Ja. Sie sehen den Typen erstmal seinen Sabberlatz auf dem Gesicht. So. Super. Wunderbar. So. Er kann sich nicht mehr wehren, weil sie ihm hoffentlich Handschellen angelegt haben. Ja. Was machen sie noch? Treten. Nee, Quatsch. Entwaffnen. Mhm. Und dann? Lassen sie den auf der Straße liegen? Genau, das tritt sich fest. Genau, so machen wir das hier in Valentine. So locken wir die Bürger an, die hier sich sicher fühlen können. Naja, gibt's da dann Akten? Ich weiß nicht, wird das, wie ist das Prozedere? Wird er dann eingeknastet? Ich weiß nicht, er hat ja nichts gemacht, theoretisch, ne? Naja. Aber ist der Versuch einer Straftat eine Straftat? Ich gebe Ihnen die Information einmal mit an den Rande, dass Maskierung in Städten verboten ist. Gesetz. Ah, das ist hier verboten? Das ist überall hier verboten. Ah, bei mir zu Hause nicht, deswegen. Ja, wegen dem Staub. Schön. Sie sind Mexikaner? Schön. Hm. Alle sagen, ich bin Grieche. Was? Aber, ja, ich weiß nicht, hört sich wie Griechisch an vielleicht oder so. Also der Akzent, ich weiß nicht. Welche Leute für ein Problem haben. Aber wenn ich damals immer Apollo 13 über die Schienen gerufen habe, dann... Ich habe immer gesagt, Apollo 13, Apollo 13, komm, Apollo 13. Ist das Ihr Muli? Das ist mein Muli gewesen mal, gemessen, bis er vom Zug überfahren wurde. Sie. Jetzt erklärt sich auch, warum der Muli oben an der Flatneck Station weg ist. Das ist ja, glaube ich, ihrer. Oh. Es wird ein Schuh draus. Ja, wie auch immer. Ja, wie auch immer. Ja, gut. Habe ich mir erstmal alles notiert? Haben Sie eine Telegrammnummer für mich? Eine was? Eine Telegrammnummer. Oh je, das weiß ich doch nicht. Ma'am, da muss ich... Dann gehen Sie gleich einmal die Hauptstraße runter, Richtung ja? Telegrammstation, gucken da einmal, kommen dann gleich wieder. Und wo ist die? Die ist da am Bahnhof unten, oder? Genau. Und in der Zwischenzeit krempel ich einmal Ihren anderen Kollegen hier auf links. Okay. Der scheint so ein bisschen vorsichtig mit dem, der ist sehr sensibel. Also ist erschüchtern, sagen wir mal so. Sehr schüchtern. Und Sie sind eine Frau, das könnte auch problematisch werden. Stimmt's, Ofen? So, gut. Alles klar, dann bis gleich, Sie. Dann bis gleich, warten Sie draußen. Alter. Mach ich. Oh, du darfst. Was stimmt? Nix, alles gut. Oh, ist meine Hand so gelb? Ich bin ein Simpson. Das ist super, dass das geht mit dem Wegschicken und direkt wieder rufen, damit das Viech sich mal entbackt. Oh, Lasche. Abend. Sagen Sie mal, haben Sie zufällig noch einen Kugelschreiber für mich übrig? Super, gracias. Meinen Sie mich? Nee, alles super, danke. Oh, okay. Aber vielen Dank. Immer gerne. Na toll, es schenkt wieder an mit Regnen. Na, perfekt. So, einen schönen Abend noch Ihnen. Adios. Danke, Ihnen auch. Dankeschön.
Ach, mein Lieblingsschwetter. Mal seitlich in mein Notizheft mal ein paar Namen rausgeschrieben, für den Fall, dass man vielleicht mal jemanden davon antrifft. Einfach mal, dass man da immer wieder gucken kann. Da hinten aus dem Sack hängen hab, ne? Also, der ist immer da, aber halt da hinten jetzt der, meine ich.